Servus Freunde der Klemmbausteine, herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing hier bei German Brick Motion. Heute gibt es mal wieder ein paar Pakete zum Unboxen. Es ist mal wieder einiges angekommen. Wir haben von MyToys ein Paket, Amazon ein Paket und von ModBricks ein Paket. Allererste Bestellung bei ModBricks. Ich bin sehr gespannt. Da gab es eine ganz coole Rabattaktion, da waren ein paar Sets recht gut reduziert. Und ja, wir gucken einfach mal, hätte ich gesagt. Starten mal hier mit den zwei kleineren Paketen. Das erste ist von MyToys. Und hier haben wir ein Lego Harry Potter Set enthalten. Das Lego Harry Potter Set mit der Nummer 76387 Hogwarts Fluffy Encounter. Mit Fluffy, mit Hermine Granger in Gold. Echt cool. Freue ich mich drauf. UVP liegt hier bei 39,99 €. Ich habe dafür gezahlt 29,99 € müssen das gewesen sein. Ich stelle es mal kurz nochmal zur Seite. Ich hole es dann gleich zur Gesamtübersicht natürlich nochmal her. So, dann haben wir hier von Amazon was. Das müsste auch Lego sein, meine ich. Und zwar mein, ich glaube, allererstes Lego Architecture Set. Und zwar London. Mit dem London Eye und so weiter, alle möglichen Sehenswürdigkeiten. Das 21034 war auch ein bisschen reduziert, habe ich auch einmal mitgenommen. So, was haben wir hier noch? Oh. Lego Star Wars The Mandalorian. März Neuheit 2022. UVP 59,99 €. Ich habe 48 € für gezahlt, war also auch schon ganz gut reduziert. Habe ich auch einmal hier. So, dann haben wir schon mal drei Sets an der Zahl und jetzt müssten wir hier, glaube ich, noch mal zwei Sets drin haben in diesem riesigen Karton von ModBricks. Okay, der Karton ist sogar relativ leer, wenn man es so sieht. Ich hole einfach mal ganz kurz die beiden Sets raus und dann einmal weg damit hier. So, was haben wir hier? ModBricks Kessel Run. 703 Teile, ein Diorama mit einem Raumschiff mit ein paar Faltern. Also es erinnert tatsächlich an Star Wars, ob es jetzt wirklich Star Wars sein soll. Ich glaube, das ist eine Lizenzfrage hier in dem Fall. Sieht aber auf jeden Fall sehr abgespaced aus, freue ich mich drauf. War auch hier 50% reduziert, also ich glaube, das hat noch so um die 20 € gekostet. Und dann haben wir hier noch ein viel größeres Ding. Jedha City mit 1002 Teilen an der Zahl. Ziemlich viel kleinteilig bestimmt auch, aber auch hier ordentlich groß. Finde ich cool. Also ich muss sagen, ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, wenn ich auch mal so ein bisschen, wie gesagt, alternative Sachen austeste. Also jetzt nicht nur Lego und Blu-ray, sondern auch mal so ein bisschen andere Hersteller. Mal gucken, wie da auch die Steinequalität ist und so weiter. Ich hole jetzt nochmal kurz alles her hier zum häufigen Haul. So, ist ein bisschen was. Ist tatsächlich ein bisschen was geworden, also sehr, sehr cool. Da bin ich jetzt auf jeden Fall auch wieder ein bisschen beschäftigt mit dem Basteln und mit dem Bauen. Und ja, dann soll es das gewesen sein mit dem heutigen Unboxing. Es gibt bestimmt schon bald wieder ein neues Unboxing. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Ciao, macht's gut, Leute.